So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ethereal Gates. Ich habe hier die Version geupdatet. Wenn ihr updaten wollt, einfach die neue Version runterladen und die Dateien überschreiben. Die Speicherdatei wird nicht überschrieben, da ja keine in dem Ordner vorhanden ist. Und schon könnt ihr dieses Spiel hier spielen. Ich habe übrigens nachgeguckt, Bamboos entwickelt sich doch noch weiter. Es hat doch eine Weiterentwicklung. Ich habe mich geirrt. Jetzt ist für mich natürlich die Frage... lass ich's oder lass ich's nicht? Ich lasse es jetzt erstmal in dieser Konstellation. Und jetzt sehen wir uns hier oben erstmal in der Trainerschule um. Mann, ich wünschte, ich wäre alt genug, um zur Trainerschule zu gehen. Die lernen so viel über Kämpfen dort. Ja, das ist cool. Ah, hallo. Willkommen zur Trainerschule. Bist du für die Herausforderung gekommen? Alles, was du dafür tun musst, ist meine 6 Studenten besiegen. Dann kriegst du eine VM. Viel Glück. Wir stehen hier schon passend da. Das ist der Kampf heizt auf. Das hoffe ich doch. Dann zeig mal, Liam. Ein Ear. Level 9, okay. Gehen hier gleich mit harten Geschützen ran. Gefällt mir. Doch, gefällt mir wirklich. Das sind so Sachen, so eine kleine Herausforderung muss ja dabei sein. Aber das hier ist übrigens jetzt die finale Demo-Version laut Website. Es gibt jetzt auch eine offizielle Webseite, die werde ich ab diesem Part auch in die Beschreibung packen, damit ihr eben nicht mehr diese, was war das, Tumblr-Seite habt, sondern die echte Website. So, ich wechsle jetzt aber mal auf Obstfliege, weil das wird mir sonst zu viel schaden. Es wird immer mehr eingebaut und ich freue mich wirklich drauf, weil es ist eine tolle Edition, die hier zusammengezimmert haben, finde ich. Ich glaube, ihr seid es ja mit und Eno ist übrigens rot geworden, als sie gesehen hat, dass sie hier verewigt wurde. Es ist so arg laut. Ich muss das gerade mal auf meinen Ohren noch ein bisschen... Kurz Maus im Bild. Bei euch ist das immer eine angenehme Lautstärke, aber ich muss das wirklich auf 1 haben. Sonst ist das viel zu laut. Wee, wee, wee. Zu heiß. So, jetzt renne ich aber gerade mal wieder ins Pokémon Center. Ja, es ist feige, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Ja, es ist hier immer... Es ist ein Kampf. Aber ich finde es cool, dass sie hier wirklich alle Pokémon einbauen. Also alle 200 einbauen, die sie da selber machen wollen. Und es ist, glaube ich, schon... eine Reihe drin, aber es sind noch nicht alle. Also ich glaube, es sind wirklich noch nicht alle Pokémon hier implementiert. Aber das kommt ja alles noch. Das ist ja das Schöne. Es entwickelt sich alles weiter. So, nehmen wir gerade mal die. Haha. Ich hoffe, du verletzt dich nicht selber im Kampf. Nein, die geht auch garantiert auf Verwirrung. Jessica. Naja, gut, ein Wert war das... lässt sich noch mit leben. Stimmt's nicht, Mommel? Käferbiss, das ist selber ein Käfer-Pokémon. Das heißt, mit dem Giftstachel habe ich wahrscheinlich hier die besten Chancen. Ja. Dafür kann es ja tackeln. Aber dass Mommel sich noch nicht entwickelt hat, das stört mich so ein bisschen. Ja, Käferbiss ist nicht sehr effektiv, das ist klar. Aber kann natürlich sein, dass sich jetzt beim nächsten Level entwickelt, wenn sie den Bug rausgemacht haben. Falls es ein Bug war. Oh Mann, jetzt bin ich verwirrt. Nehmen wir den mal hier oben rechts, dann haben wir den auch noch. Cool, dich zu treffen. Ja, ich weiß. Nice to meet you. Ich denke, ich habe diese Zeile von irgendwem gesch... Also, ich habe diesen Satz irgendwo ja gestohlen. Ice to meet you. Ja, das ist ja auch... Das ist ein schlechter Witz, seien wir mal ehrlich. Und er schickt uns hier ein Gift-Centic entgegen. Der ist Zetic. Nicht Centic. Ich weiß nicht, wo dieses N herkommt. Na gut, muss Birdo ran. Aber ich freue mich... Also, auf die Vollversion... Wollt ihr dann nochmal ein vollständiges Let's Play hiervon haben?
Denke ja. Ich freue mich da auch tierisch drauf. Also das... Wenn die erstmal hier fertig sind, ich werde das im Auge behalten. Das wird genial. Ich glaube, mir ist ein bisschen kalt geworden als Frozen Apple Bit. Ja, ich bin ein bisschen eingefroren vielleicht. Ich glaube, wir sollten mal hier so die schwächeren Pokémon trainieren. Zum Beispiel Ella. Ella muss dringend trainieren. Wir könnten mal wieder einen Blick in den Pokédex werfen. Weil ich mal gucken will. Zum Beispiel Eo. Eo hat wahrscheinlich eine Entwicklung noch. Voltacoon hat auch noch eine. Zetic hat mindestens eine. Naja, ist ja klar. Mosten noch. Polby hat auch noch eine, würde ich mal ganz stark tippen. Dich hatten wir. Aber Dichter hatten wir noch nicht. Ja, Dichter, nicht Dichter. Hey du, welcher Status wird drastisch reduziert während der Paralyse? Ganz klar, die Geschwindigkeit. Jemand, der schon lange Pokémon spielt, hat das natürlich im Blut. Oh Gott, ein Vogel. Nee, da kann ich mit Käfer-Pokémon hier nicht auftrumpfen. Dass ich derzeit auch viel zu viele Käfer dabei habe. Naja, Käferflug. Habe ich nicht ein Elektro-Pokémon? Nein, dann muss Puff ran. Und wenn es Puff nicht schafft, dann muss ich halt einen anderen nehmen. Naja, der tackelt das uns einfach eiskalt. Ja, wir haben nicht gerade die besten Attacken. Noch. Sag ich es da noch, weil das wird sich natürlich noch ändern. Was, Puff, nicht verfehlen. Oh Mann. Ich muss dazu sagen, ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn die Schüler hier dann auch wirklich das, was sie fragen, so ein bisschen eingebunden bekommen hätten. Also zum Beispiel, dass jetzt hier ein Pflanzen-Pokémon wäre, das uns paralysieren kann. Oder von eben vielleicht ein schwaches Eis-Pokémon. Das sind so Sachen, die fände ich noch ein bisschen cooler, aber es ist schon sehr gut so. Ich habe jetzt einfach mal dem seine Präzision auch gesenkt, damit das Ganze hier fair ist. Ne, wegrennen wollen wir nicht. Vielleicht wollen wir doch wegrennen. Ich weiß, das senkt wieder die XP, die wir kriegen, auf ein Minimum. Aber was soll's. Eno ist ja eh fast Level up. Rein heißt nein. Wir setzen dem Ganzen hier gleich mal ein Ende. Hoffe ich, mit der Glut. Ich denke, ich habe mich nicht schnell genug bewegt. Oh. Warst du paralysiert? Aber da war ja die Lösung wieder mit eingebunden. Also, sie haben sich Gedanken gemacht. Und das gefällt mir. Gefällt mir so sehr, dieses Spiel. Aber ich nehme schon wieder 10 Minuten knapp auf. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, wenn man dieses Spiel spielt. Es ist klasse. Ich wünschte wirklich, dieses Spiel würde länger dauern. Also als eine Demo. Ich weiß ja nicht, wie lange es geht. Ich glaube, es wird bis zu irgendeiner Arena gehen, aber ich weiß nicht, bis zu welcher. Wahrscheinlich zweite. Bei 20% würde ich auf zweite tippen. Ich lasse jetzt Ella mal vorne, auch wenn... Ich möchte noch ein stärkeres Pokémon fangen. Popquiz. Wie lange hält das Schlafen an? Wie lange hält das Schlafen an? Keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht. Könnt ihr mir noch schreiben, ob ihr das wisst. Ein Bambus. Käferattacken sind da sehr effektiv drauf. Damit haben wir eventuell eine Chance, gegen es zu kämpfen.
Ich versuch's auf jeden Fall. Leider, du musst dich ja jetzt hier ranhalten. Ja, Bambus ist etwas zu stark für uns, fürchte ich. Ja. Das werden wir nicht schaffen. Aber man kann sich ja von anderen Käfern, wie zum Beispiel Obstfliege, helfen lassen. Und dann ist Ella zumindest auch Level 8. Die Arena, die wird verdammt heftig für uns, fürchte ich. Käferbiss. Ach, das bisschen... Oh Gott, Critical Hit. Ich wollte gerade sagen, das bisschen Deckeln, das halten wir schon aus, aber... Wäre jetzt ja schon heftig, das Vieh. So, Level 8 und Obstfliege hat auch ein paar Erfahrungspunkte. Das scheint so, als wäre ich auch eingeschlafen während dem Kampf. Ja, meine lapprigen Übersetzungen sind komisch. Ich hoffe, du bist nicht allergisch auf den Stich meiner Gift-Pokémon. Dann setzt sie bestimmt Polby? Achso, ja, auf den giftigen Stich meiner Pokémon. Von Polby würde ich jetzt nicht sagen, dass es giftig ist. Aber zur Sicherheit lasse ich doch mal lieber den Vogel frei. Der kann sich darum schon kümmern. 50 Birdo. Ja, gegen Flugtypen keine Chance. Aber ist ja selber ein Flugtyp. Daher dürften Flugattacken eigentlich... Ich weiß nicht, ob Flug auf Flug nicht sehr effektiv ist. Scheinbar ist es normal. Das bedeutet, wir haben hier eindeutig die Übermacht. Das ist klasse. Ella kann Sandwirbel. Lockla, Acer, come first. Ja, ich habe zuerst reagiert. Gratulation für das Besiegen meiner Schüler. Ich hoffe, du hast eine Menge über Statusveränderungen gehört. Als Belohnung kriegst du diese VM. Ja, Wolf erhält VM06, Zertrümmerer. Diese VM wird dir erlauben, alle von diesen nervigen Steinen auf Route 3 zu zerstören. Du wirst in der Lage sein, diese VM außerhalb eines Kampfes einzusetzen, wenn du den Common, also den Normalorden, aus Langspur City, also Longspur, wie auch immer, aus dieser Stadt Arena kriegst. Longspur. Vielleicht auch Longspur, das kann auch sein. Ich bin froh, wenn wir aus dieser Stadt raus sind, die ist so verwirrend auszusprechen. Ich sollte sie einfach Langspur nennen. Langspurstadt. Die klingt viel besser. Das ist doof, ich weiß, ich bin doof. Hör ich auch öfter. So, dann gucken wir uns noch das Haus links an und... Dann würde ich sagen, ist Ende Gelände. Oh, hallo. Entschuldigung. Du sagst, du hast ein Paket für mich? Von meiner Freundin? Wolf übergibt dem Mann das mysteriöse Paket. Oh, wow. Sie hat mir ein Paket mit Süßigkeiten geschickt. Sie ist immer so überdacht. Hier, du kriegst eins für deinen Ärger. Ich bin einer der glücklichsten Menschen in der Welt, oder? Ja, finde ich auch. Eine Freundin, die einem einfach mal ein Paket mit Süßigkeiten schickt, das ist echt cool. Remove to Langspur, zu Langspurstadt. Also wir sind nach Langspurstadt vor einem Monat gezogen. So ungefähr. Wir sind immer noch in diesem Apartment hier, aber es ist okay. Oder es ist schön. Das sind ein paar der wenigen farbigen Menschen, die es in Pokémon gibt.
Mein Mann hat mir gesagt, wenn wir umziehen, könnten wir nur den Computer oder meine Büchersammlung mitnehmen. Wie du sehen kannst, mag ich meine Bücher sehr. Tut mir leid, dass ich wirklich hier so ein bisschen holper teilweise. Aber simultan übersetzen ist nicht gerade einfach. Und hier ist nichts mehr. Doch, ein Potion. Ah. War so klar, dass da unten noch was ist, wenn da offen ist. Meine große Schwester ist ein guter Freund von Regina, der Arenaleiterin. Sie ist wirklich nett. Und sie macht leckere Brownies. Oh, Brownies hätte ich jetzt auch Bock drauf. Na? Musik ist gut. Doch, gefällt mir. Hat was anderes, mal abwechslungsreich. Der Satz "Normal triumphiert über alles" ist eingraviert. Unten drunter steht Arenasieger August. Hallo, mein Name ist Charlie und ich mache eine Reportage für die tägliche für die Daily Gold Quest, also tägliche Goldtruhe. Ich bin auf dem Assignment. Ich bin dabei, den Trainern zu folgen mit Potenzial. Und du, mein Freund, hast Potenzial. Los, geh und entgegne der Arenaleiterin oder dem Arenaleiter. Und lass mich sehen, wie viel Potenzial du wirklich hast. Ja, ich verstehe. Es ist ein bisschen optimistisch von mir. Lass mich dir einen Tipp geben. Regina ist eine Normal-Arena-Leiterin. Das heißt, so you're going to want to. Also wirst du wahrscheinlich super effektive Kampftyp-Pokémon benutzen, wenn du welche hast. Also, dieses Item könnte dir hilfreich sein. Etwas Wasser. Oh, frisches Wasser, danke. Viel Glück da drin. Und jetzt bist du mit dem Aufzug. Boah, sieht die cool aus. Was passiert, wenn ich hier auf den Schalter trete? Ah. Das ist cool gemacht. Und sowas könnte man auch in die Wirklichkeit übertragen. Aber Leute, lasst mir erstmal als Kommentar da einen Daumen nach oben. Wir machen gleich weiter. Bis dann. Zum nächsten Mal. Euer Wolf.